Ja, servus, grüezi, grüß Gott, guten Tag. Auf Wiederlurge noch nicht. Schweizerisch, nein. Willkommen zurück wieder mal. In der letzten Folge Sal hat ins Beutehörden haben wir sozusagen in einer Leopardenhöhle gefunden und das geraubte Gold gefunden. Räuberische Orks. Jumpok berichtet, das haben wir ja gesehen in der letzten Folge. Und jetzt möchte ich ganz gerne wieder dahin gehen, wo ich dann da sozusagen aus zeitlichen Gründen die Greife noch nicht erledigt habe. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Und die Golems, ne? Da werde ich mich dann hinfetzen und bis denne. Ja, liebe Freunde, just in dem Moment, wo ich am Baal vorbeigegangen bin, ich werde ihn nochmal reizen, beziehungsweise, dass er mir hier mich anspricht. Ich habe von Roscoe gehört. Dass du das. Habe ich was ausprobiert? Und zwar habe ich erstmal versucht, ihn hinter mich zu bringen, also rauszulocken. Und normalerweise kommt immer Wachen. Ach, er ist ganz alleine. Ha, das läuft jedes Mal anders. Ich habe das zigmal ausprobiert und so weiter. Herrlich. Das könnte jetzt eine Chance werden, dass ich mit Baal doch noch... Oh, war ja. Okay. Dann holen wir mal den ganzen Plunder hier. Weil es ist mir nämlich aufgefallen, also ich hatte es ja mal vor ein paar Folgen versucht, so von wegen ihn doch noch irgendwie rauszulocken, da kamen aber drei Assassinen hinterher. Jetzt gerade vorhin ist der Jumpok mir hinterhergekommen. Ja, okay, dein Schädel. Und ich hatte es nie geschafft, irgendwie unversehrt aus der Sache rauszukommen. Jetzt. Na warte, du elender Dieb. So, na warte, ja, genau, Baal beleidigen oder Baal Schadensersatz geben. Was ist denn Baal beleidigen? Das finde ich nicht so gut. Ich mach mal Schadensersatz geben. Ich will die Strafe zahlen. Wie viel? 250 Goldstücke. So, und das war's dann? So, und jetzt können wir... Jetzt können wir ihn um ein Bett betteln. Ich suche immer noch ein Bett. Hast du denn Tartarons Erlaubnis? Ja. Ja, habe ich. Sag doch das gleich. Die Betten befinden sich im Obergeschoss. Fang aber keinen Streit mit den anderen Gästen an. Ich doch nicht. Sehr gut. Weil ich hatte ja den Vergessensspruch entgegengeschleudert. Hat auch nicht geklappt. So, und jetzt hatte ich wirklich in dieser Folge Glück, den mal hier mal niederzustrecken und dann nochmal zu gucken, was er hat. Und zwar, es wird verdammt sein, Geldbeutel zu stehlen, handeln. Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. Naja. Weil ich wollte, deine Ware. Ich wollte ja wieder was kaufen. Ach, ja, zum Beispiel gar nichts. Hab zum Beispiel alles. Hä? Ausgeraubt habe ich, naja. Hab da sämtliche Rezeptchen von ihm aufgekauft. Jetzt gehe ich nochmal zurück nach Uga. Und will mal wissen, ob irgendwer sauer auf mich ist, ob irgendwer den Streit mitbekommen hat, wie zum Beispiel Jumpok. Nein, hat er nicht mitgekriegt. Alles bleibt ruhig, alles bleibt safe. Ich warte, bis Baal wieder hier an seinem Stand ist. Machen wir mal kurz Pause, ne? So, dann habe ich nämlich erstmal Ruhe hier in Uga. Kann mit Baal hoffentlich noch ein bisschen handeln. Zeig mir deine Ware. Okay, er hat jetzt überhaupt nichts mehr. Warum eigentlich nicht? Ich habe ja nur seine paar Sprüche da geklaut und den Würfel und auch die Ware. Ich muss mal nachgucken im Inventar, liebe Leute, Moment. So, da ist es doch. Das Rezept für ein Käse Fondue, ja. Nennt sich hier kräftige Käsesuppe. Mal gucken, wie die das machen. Um einen Teller kräftige Käsesuppe herzustellen, benötigt man 5 Stück Käse, etwas Salz und eine Flasche Wasser, die im Kessel wenige Minuten gekocht werden müssen, aber nicht zu lange, sonst brennt die Suppe an, Meister Rossini. Ja, ich hatte ja vorher Albins Fischsuppe gehabt und von dem Baal habe ich jetzt die normale Fischsuppe auch durchgelesen, hat mir auch Erfahrung gebracht. Ich gucke mal weiter. Ja, okay, das waren nur 2 Rezepte, die ich mir noch neu anlesen musste. Einmal diese normale Fischsuppe und einmal die Käsesuppe. Ja, wie schon angekündigt, ich werde jetzt wieder zu der Stelle hingehen von der letzten Folge, wo es noch die Steingolems oder die Golems und die Greifen zu
zu kellen gibt. Also bis später. Ja, das sagen wir wieder. An der offenen Stelle Richtung Plantage kommend aus Uga. Ne? So, und hier müsste das ungefähr gewesen sein, wo ich die beiden Steingolems oder Golem überhaupt getroffen gesehen habe. Ja, nächtigen wir doch mal, um halt eben ein bisschen Licht ins Auge zu bekommen. Oder in den Augapfel. Richtig, so ist das schön. Yes, dann da sind sie ja schon. Also das müssten ja zwei sein, so wie ich das mitgekriegt habe. Richtig, dann packen wir mal eine andere Rüstung auf. Und zwar so bessere und speichern wir mal. Ja, wen könnten wir denn hier als erstes anlocken? Tut mir leid. Der Ring der Geschwindigkeit war noch nicht aktiv. Okay, du bist der Erste hier. Dann holen wir dich mal raus. Komm, stampf mal. Stampf mir mal entgegen. Richtig. Aha. So, Dele. Gucken. Er schlägt daneben. Ich komme hinter ihn. Hau ihn voll auf die Kloppe. Klopp auf die Rücke. Und schon ist er sein Herz weg. Der Nächste, bitte. So, auf geht's. Es könnte natürlich sein, dass hier noch mehr Sachen rumtigern oder... Ja, okay. Weil ich habe das ganze Areal hier noch überhaupt gar nicht... überhaupt noch gar nicht erkundet. Deswegen kommt es mir auch ein bisschen spanisch vor. Werden wir mal hier ein bisschen loseiern. Okay, ich glaube, meine Augen packen das wohl. Ich möchte hier nicht, dass ich irgendwelche Kräuterchen übersehe. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie wieder so geheime Orte. Das finde ich übrigens gut. Den ersten geheimen Ort haben wir ja gesehen. Es gab da einen Feuergeist, der eine Truhe bewachte mit einer Nachricht für den Spieler. Eine sehr gute Idee, finde ich das. Eine sehr gute Idee. Ja. So, hier ist ein bisschen karg. Dann gucken wir mal weiter. Ja. Ja, ich muss hier quer hier wie so ein Radar über den Monitor gehen, damit ich auch nichts verpasse. Ach ja. Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ein guter Kumpel, wenn wir mal so Interviews gemacht haben, vor Kamera haben wir mal so improvisiert. Da hatte ich dann ihm einfach mal so das Mikrofon in der Hand gedrückt, habe gesagt, so, jetzt weißt du was, jetzt machen wir mal ein Interview, einfach improvisieren. Die Filmaufnahmen, die habe ich noch. Mit so einer Uraltkamera, Pistolenkamera auf VHS-Tape aufgenommen. Da kamen die witzigsten Dinge dabei rum und raus. Und Schwank, da ist da schon was. Schwank aus meinem... Oh, die fallen ja kaum auf, die Teile hier. Hammer, 1, 2, 3, 4 Löwinnen, Löwen. Ja. Jawohl, dann legen wir uns mal gleich hier mal die richtige Geschichte an mit Sprengpfeil. Oh, ich sollte mal gucken, ob ich noch... Sprengpfeile herstellen müsste. Ich habe jetzt hier normalen Pfeil. So, und das ist Sprengpfeil. Und wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Ach, ist die Wiese schön gelb. Okay, also, erstmal warten, bis ich hier ein bisschen... Ah, da ist einer. Ah, die laufen hier auf... Nee. Die lasse ich mir nicht nehmen, die Experience Points. Vom Sandbeißer. Oh! Auch cool. Okay. Okay, dann haben sie mir schon mal hier Experience Points nicht genutzt. Hab ich dich denn schon gelootet? Ja, okay, nun noch halt eben nochmal den Schwank aus der Jugend zu erzählen mit dem Kumpel und dem Spontan-Interview. Siehst du, noch nicht genommen.
Er hat von seinem Vater erzählt und dann habe ich ihn gefragt, du pass mal auf, dein Vater hat doch früher damals unter Tage gearbeitet, jetzt arbeitet, also im Kohlekraftflöz, und jetzt arbeitet er unter Alten, also sozusagen in einem Altenheim. Was ist der Unterschied? Da sagt er doch ganz spontan, mehr Licht. Also in diesem Sinne werde ich mal hier nochmal gucken, ob ich da einen herauslocken kann. Nicht gut. Mampfen sich da drüben voll hier. Los. Wunderbar. Dann könnte ich das gleich auch hier machen. Okay, da ist wieder der... Seht ihr? Ich habe keine Pfeile mehr. Keine Sprengstoffpfeile. Okay, speichere ich mal lieber. Tja, dann kann ich ja nur noch gucken, ob ich Feuerpfeile habe. Ja, ich habe natürlich in der Geschichte natürlich nicht geguckt, wie viele Pfeile ich habe, aber ich habe ja noch genug Salpeter und Schwefel. Okay, das bringt mir auch ein bisschen ein paar Wunden rein, aber nicht so viel. So, wusch. Wusch. Aber es sind noch welche über. Waren noch welche über? Das war mir klar. So, dich habe ich das nicht weiß. Zu holen. Ah, da hinten ist eine Orne. Eine Löwin. Hinten sind noch drei. Noch drei, okay. Die mache ich mal im Auf, bitte, ne? Oh. So, dann haben die mich also sozusagen noch hier ein bisschen mehr hier in das Landesinnere reingetrieben. Und jetzt gehen wir wieder zurück, wo wir sie gesehen haben, wo wir sie gefunden haben und gucken noch mal ein bisschen weiter und weiter. Das war ja so an der Stelle. Denn das Gebietel habe ich ja noch nicht, das habe ich ja noch nicht richtig erkunden können. Vor Zeiten war ich da mal und da war ich noch nicht so gut gewappnet. Und da habe ich mir gesagt... Geh mal weg und mach das später. Das sind zum Beispiel Sachen bei dieser riesigen Mod, die man sich alles mal aufschreiben sollte. Und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo ich irgendwelche Gebiete wahrscheinlich ausgelassen habe, die ich nicht aufgeschrieben habe. Das habe ich mir jetzt aber nochmal nachgeholt, so gut ich konnte, wie zum Beispiel die Trolle am Belia-Turm. Ja, es gibt ja auch keine Kräutertjes irgendwie. Wow, war hier nicht der Ismael irgendwo? Aber nee, der war weiter vorne. Der ist auf der anderen Seite der Brücke, so weit mein Schädel das noch hat. Ach, guckt einmal, hier haben wir neue, und zwar die Beißerches. So, die sind ziemlich fix, da ist ja schon der erste Sandbeißer. Und weiter geht's. So. Ah, noch 3, 4, 5, 8, 20 Tausende. Okay. Na, die können mir nicht so viel. Das finde ich auch gut so. So, und auch die hier. Sind das so viele, dass man die im Off machen müsste? Eigentlich nicht, weil ihr seht ja, zwei Hiebe und schon sind sie weg. Jum, jum, weg. Perfektor. Ja gut, okay. Ich muss mir auch wieder die Quick-Loot-Taste angewöhnen mit der Springtaste. Also ich habe die ja bei mir auf der rechten Maustaste definiert. Und und zum Schnelllooten in der ersten Version die Alt-Taste. Oh, die können ja nicht fliegen, Alter. Die fliegen ja wie die fliegen, ne? Okay, weiter gucken. Da ist der nächste. Wusch. Ah, so ist es easy. Machen wir mal hier so ein bisschen Kampftreue. Ja, oder so, ne? Sind die Beißer wirklich dazu fähig zu fliegen oder ist das ein Gothic-Bug?
Das wäre cool zu erfahren, weil das ist mir jetzt schon dreimal passiert, dass die mir so entgegenflogen. Ah, speicher mal. Die Musik. Schwermütig, melancholisch. Oh, noch mehr von diesen steinigen Gesellen. Komm erstmal du an. Durch. Ah. Okay. Ist ja einfach mal so. Alter, wie soll das? Okay, mal gegen unsichtbare. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie er steht, aber er ist jetzt weg. Und ich habe nichts abgekriegt. Okay, du bleibst sichtbar, das ist gut. Nee, der bleibt auch nicht sichtbar. Was ist das denn? Okay, da muss ich halt eben auch hier den Kampf im Unsichtbar-Modus machen. Vielleicht kann man an den Fußspuren erkennen, wie er steht. Ja, so ein bisschen. Okay. Na, das ist dem Render geschuldet. Sorry. Deswegen speichere ich mal ab. So, da liegt eine und weiter da hinten liegt der andere. Sehr schön. Gucken wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Und gucken wir mal, ob wir hier irgendwo irgendwie einen Aufgang oder einen Höhleneingang finden. Darauf habe ich nämlich nicht geachtet. Da hinten ist auch noch was. Das wird... Ah ja, gucken wir mal auf der Karte. Genau, ich befinde mich also sozusagen unmittelbar hier vor dieser tiefen Ecke. Wobei ich jetzt wieder im Schädel rumkram, ob ich da schon mal gewesen bin. Wenn aber noch weitere Viecherl, sein sollten, dann werde ich wahrscheinlich da noch nicht gewesen sein. Ja, okay, hier gibt es keine Kräuter. Wie, oh, was ist jetzt dies? Ach, das ist auch wieder ein Sandgolem. Okay, ja, dann gucken wir mal. Sandgolem, wieder zwei. Also die immer im Pärchen. Immer im Pärchen. Okay, jetzt pass mal auf. Mal gucken, ob der wieder abhaut. Dass es unsichtbar wird. Wohl eher nicht. Gut. Yep. Ah, shit. Da hätte ich mal zuhauen müssen. Da hätte ich mal wohl... Oh, hat mich nicht getroffen. Aber... Warte mal, bis er ausholt. Genau, denn da ist nämlich auch die Stelle, wo man den einfach... wo man den einfach treffen kann. So, ich speichere mal nicht ab, um das Ganze mal ein bisschen... spannender zu machen. Huhu. Konnte ich mich noch gerade mit meinen Füßen im Sand festkrallen? Okay. Okay, das war auch das. Der ist auch weg. Mal ein bisschen was Erfrischendes machen. Weiter gucken wir mal. Ah, ich bin ja ein bisschen gespannt hier, was da hinten in der Ecke da ist. Da in der Ecke da. Aha, Feuergolemsi. 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 Oh! Der ist ja fieser. Der schlägt nicht. Der schlägt nämlich nicht. Der wird sich wahrscheinlich... Nee, das ist doof. Ja, sowas wie Eispfeile habe ich leider nicht mehr. Mal gucken, ob ich mit dem normalen Blitz ihn ein bisschen... Oh ja, den kann ich schwächen. Kaputt. Euer Golemherz. Genommen. Suppi. So, jetzt dürfte ich nur noch einen haben. Einen Blitz. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Ich denke mal, ja, da ist wieder einer. Ach, ein Sandgolem. Okay. Auf. Na, okay. Hm.
Okay. Die sind ein bisschen berechenbarer als diese Feuergolems. Okay, okay, ist gut. Du brauchst jetzt nicht mehr zuzuschlagen. Ich hau dir zu. Wunderbar. Perfekt. Yes. Oh, du bist weg. Jetzt nähern wir uns diesem Wüstenräuberlager. Und ich schaue mal. Gut, okay, er springt ein bisschen. Und schauen wir mal, ob denn da... Ja, okay, ich glaube, dann hätten wir jetzt wohl alles abgesucht. Was ist noch an... Sorry. Ich habe mir dieses Blöde angewöhnt. Ja, die sind nämlich alle hin. Ne? Gut, dann haben wir es durch und jetzt geht's da hinten ums Ecknei. Und das werde ich mal überspringen und da mal ganz schnell hinbeamen. Ja, jetzt sind wir hier. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich an der Stelle schon mal war. Und nochmal eine kleine kurze Info an das Odyssey-Mod-Team. Und zwar wegen des Musik-Installer-Patches, den neuen, den mir Black Eagles geschickt hat. Oh, da hinten ist aber bunt. Ist das eine Lichtorgel oder sind das... Okay, ich sollte mal einen Satz zu Ende bringen. mir ist nämlich aufgefallen, der loopt zwar, aber es dauert ein paar Minuten, bis dann der Loop wieder anfängt. Wo gehe ich denn jetzt hin? Gehe ich als erstes hier mal rein? Also wie schon gesagt, das dauert ein bisschen. Er loopt zwar, aber es dauert ein bisschen, bis es anfängt. Oh, also hier war ich definitiv noch nicht. Ist klar. Ist klar. Lachen die dabei oder was? Okay, ich mache sie mal im Off. Okay, bis hierhin erstmal, weil ich habe da nämlich Gobos gesehen. Und ich habe die Musik immer noch... ich warte, bis die kommen. Ach, Gobo reite auch mit dabei. Da sind sie schon. Immer schön hier um die Ecke. Hallo? Die sind so übelst. Oh, da kommen mal ganz viele. Okay, hau einfach mal drauf. Die sind so schnell. Das ist nicht zu fassen. Die sind so schnell, sind die. Das ist echt nicht zu fassen. Okay, die Fleischwanzen, die sollte ich vielleicht auch nochmal. Bevor ich hier mein Big Loot, Big Old Loot mache. Oh, kommt noch. Oh, da kommen noch welche hier. Das sind gemeine Viechers. Und das ist auch richtig so, dass sie gemein sind. Da hinten sind ja noch mehr Leute, noch mehr von der Sorte. Okay, ich glaube, haben wir dich schon? Ja, werden wir schon haben. Jipp. Okay, Ochs-Oasen. Ich sag mal Ochsen. So, ist die Fleischwanze noch? Die ist noch am Leben? Nee, ist sie nicht. Nämlich meine Lebensanzeige. Die ist auch schon weg. Den noch. Den noch. Oha, das sind aber viele, 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 viele. Ja, ich habe nochmal eben den Geschwindigkeitsring wieder aus und ab angelegt. Und die Musik ist ganz von alleine wieder gekommen. Wie schon gesagt, der Loop dauert ein bisschen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Goblinreiter, zack, kaputtnick. Looten. Okay, da die ja nicht so dramatisch sind im Kampf, überspringe ich auch das im, mach die im Off fertig. Jo, noch zwei Stück von diesen Oasen-Goblin-Reitern oder von den Goblin-Reitern generell. Und aus den Augenwinkeln habe ich doch schon mal hier wieder was gesehen. Und zwar, wo war der denn? Der war doch hier. Ja, da ist er, der Feuerteufel. So, gucken wir erstmal, was wir hier auch irgendwie finden könnten. Nicht. Okay, speichern wir mal. Ja, so wie das aussieht, schläft er. So, dann werden wir uns mal wieder von hinten anschleichen an seinem brennenden Popo. Ist doch so Heiland-Sakrament. Oh, jetzt habe ich bayerisch geflucht. Ja, warum denn jetzt? Ah, da hinten liegt noch. Oh, jede Menge Schatz und Loot. Okay, Feuerteufel, du bist jetzt der Teufel.
Ach ja, die sind nicht so gut zu packen, stimmt ja. Oh oh, da hätt ihr mal ein bisschen besser mal. Okay, komm. Brauchst noch einen Schlag und dann bist du weg. Ja, ich hätte aber auch. Nicht zu holen. Ja. Zähne. Gut, hier gibt's noch jede Menge Loot-Zeug. Gucken wir uns das erstmal an. Ich bin noch im Schleichmodus. Summ, wum, bum. Und die Zähne mitnehmen. Und ja, was haben wir denn hier? Goldbrocken, Degen, Schatulle, schwere Wunden heilen, Geysir, großer Feuerball. Und was sind denn das? Jede Menge Goblinbeeren, so will ich das haben. Das ist gut. Okay, dann werden wir das mal eben hier mitnehmen. Ja, der Quick Loot ist klasse. So, haben wir auch. Ein bisschen frisch machen, speichern. Lalalala. Da bin ich doch wieder hier voll ins Bayerische abgedriftet. Ja, warum? Ja gut, okay, ich habe früher oft, ich habe in Bayern auch gewohnt an der bayerischen Grenze ein paar Jahre. Bin auch in den letzten Jahren oft nach Bayern Urlaub gemacht, habe ich da auch. Und mir ist aufgefallen, der Bayer, der spricht auch Orkisch. Also, beziehungsweise nutzt er ein orkisches Wort, und zwar das Wort Morra, aber nicht in Bezug auf Mensch, sondern auch in Bezug auf Machen. Also, da kannst du nichts machen, da sagt der Bayer, da kannst nichts Morra. Okay, das ist, ne, wenn man sich das so mal so... Ah, wo sind wir denn jetzt? Okay, die Musik, auf die warte ich noch, weil die soll ja loopen, aber der Loop dauert ja ziemlich lange. Das sind Hyänen, also wenn das lachende Raubtiere sind, sind eigentlich Aasfresser. Die sind ja eigentlich oh, die sind gut gebastelt, die Hyänen, meine Herren. Hey, nicht einstecken! Okay, da habe ich mich wieder völlig... What? Ich dachte, da wäre noch einer unsichtbar. Ja, nee, deswegen kannst du nichts machen. Kunst nix mora. Kunst nix mora. Okay, die Hyänen. Wie viel haben wir denn hier? Was soll's? Auf damit! Wir müssen mal langsam hier zum Ende kommen, beziehungsweise hier mal, okay. Die anderen, die loot ich dann später. Die loot ich dann. Hyänen, Hyänen, Hyänen. Hyänen. Sind aber viele Hyänen, meine Fresse. Sorry. Okay. Die restlichen da hinten mache ich im Ofen, dann loote ich noch und dann gucken wir mal, was es da zu graben gibt. Das ist ja jetzt echt merkwürdig. Merkwürdig meine ich. Ich habe abgespeichert und auf einmal sind die Hyänen weg. Vorhin waren es zwei. Hyänenfell, Fleisch, Krallen oder Beißerches. Habe ich jetzt nicht drauf Krallen waren es. Oh, jetzt gab es einen Audio-Aussetzer. Sorry deswegen. Ja. Jetzt ist mir Loot abhanden gekommen. Ja, gucken wir doch erstmal, was es hier für Sachen gibt. Hier gibt es einen Silberklumpen, Schwefelklumpen, Topasklumpen, Schwefelklumpen, Silberklumpen, Schwefelklumpen, Topasklumpen, noch einer und einen Silberklumpen. Mal gucken. Ja, okay. Liebe Freunde, während ich hier hacke und alles weghacke, hier was an den Klumpen so rumhängt, verabschiede ich mich für diese Folge und... wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Schreibt einen Kommentar bitte und einen Daumen hoch. Jo, und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Mein Gott, bist bald fertig mit Hacken?